Das russische Spezialschiff Fortuna hat in der Ostsee die Arbeiten für die Gaspipeline Nord Stream 2 wieder aufgenommen. Vor der Küste Dänemarks würden derzeit Tests durchgeführt, teilte das Betreiberkonsortium mit. Gegen den Bau gibt es wachsenden Widerstand, auch wegen der jüngsten politischen Entwicklungen um den russischen Oppositionellen Nawalny. Doch die Bundesregierung hält weiter am Bau der gut 1200 Kilometer langen Gaspipeline fest. Mecklenburg-Vorpommern hat eine wunderbare Natur und seit dem 7. Januar eine Stiftung Klima- und Umweltschutz, die sich um diese wunderbare Natur kümmern soll. Doch die sogenannte Umweltstiftung kümmert sich auch um die Gaspipeline unter der Ostsee, Nord Stream 2. Denn laut Satzung der Stiftung ist ein Geschäftszweck, sich vorrangig an der Vollendung von Nord Stream 2 zu beteiligen. Auch der erste sachverständige Geschäftsführer der Umweltstiftung wird auf Vorschlag von Nord Stream 2 berufen. Ministerpräsidentin Schwesig sagt im Bericht aus Berlin, man wehre sich so auch gegen amerikanische Sanktionsdrohungen. Die Stiftung wird weder bauen noch die Pipeline betreiben, sondern dort, wo amerikanische Sanktionen deutsche Unternehmen bedrohen, müssen wir schauen, wie wir helfen können. Denn hier vermisse ich den Aufschrei. Den Aufschrei gibt es gegenüber Russland. Heftiger Polizeieinsatz gegen Demonstranten wie gestern. Die Behandlung der Opposition und ihres Anführers Alexei Nawalny lässt sogar die europäischen Christdemokraten jetzt über einen Baustopp nachdenken. Angesichts auch der Entwicklungen jetzt in Russland müssen auch wir Europäer das Projekt nochmal neu auf den Prüfstand stellen. Es geht jetzt nicht nur um Gasfragen, es geht nicht nur um Wirtschaftsfragen, es geht jetzt vor allem um Wertefragen. Deswegen jetzt das 9,5 Milliarden Projekt zu stoppen, ist politisch ein heikles Unterfangen. Aber man könne das Ganze auch energiepolitisch betrachten, sagt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Die Autorin der Studie erklärt, man brauche das russische Gas gar nicht. Man wusste schon, als die Planungen begonnen haben, dass wir keine Versorgungslücke haben, dass wir keine zusätzliche Pipeline brauchen, dass sie nicht notwendig ist, dass sie energiewirtschaftlich unsinnig ist und dass sie auch noch den Klimazielen widerspricht. Dass sich momentan in Vorpommern aber nichts bewegt, liegt weder an der Energie noch an der Außenpolitik. Zwei Umweltverbände haben gerade Klage gegen die Pipeline erhoben. Vor genau 10 Jahren konnten Autobesitzer erstmals Super E10 an der Zapfsäule tanken. Mit einer Beimischung von 10% Bioethanol sollte der Kraftstoff umweltfreundlicher als andere Benzinsorten sein. Doch bald schon fuhren Zweifel mit. Unter anderem der, wie gut Ottomotoren E10 überhaupt vertragen. An den Tankstellen tauchen sie gemeinsam auf. Super E10 und das herkömmliche Super, das aber in der Regel ein paar Cent teurer ist. Trotzdem greifen die meisten zum klassischen Superbenzin. Warum? Das ist die gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Hat sich so einprogrammiert irgendwie. Seit Anfang an, seit ich das Auto habe, tanke ich das. Keine Ahnung, vom Hersteller empfohlen. Erstens und zweitens wahrscheinlich zu wenig Informationen über E10. Weil ich gehört habe, dass mit einem normalen Super sparsamer fährt. Eine Erfolgsgeschichte ist E10 nicht. Nach einem kräftigen Anstieg zu Beginn liegt der Anteil am Benzinabsatz heute nur bei 13,7%. Der ADAC hat seine Mitglieder befragt. Viele glauben, dass der Biokraftstoff die Motoren schädigt. Wir können hier auf jeden Fall die Bedenken nehmen, dass E10 den Motor schädigen könnte. Denn mittlerweile vertragen über 95% der Fahrzeuge mit Ottomotor Super E10. Also hier können wir durchaus sagen, da braucht man sich keine Gedanken machen. Probleme können höchstens noch bei älteren Modellen auftauchen. Im Zweifel helfe ein Blick in die Bedienungsanleitung oder auf die Internetseite des Herstellers, so der ADAC. E10 schone nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel. Derzeit hat E10 auf jeden Fall großes Potenzial, dass die Leute umsteigen. Denn man muss ganz klar sagen, in den letzten Jahren war es so, da war der Unterschied zum Super E5 nur 2 Cent günstiger. Jetzt sind wir bei 5 Cent günstiger. Und wenn man bedenkt, dass das Benzin gerade teurer geworden ist, hat man hier eine gute Möglichkeit, als Verbraucher einfach Geld zu sparen. Und vielleicht führt das dazu, dass E10 bei den Fahrern wieder beliebter wird.